Der Regisseur natürlich als erstes, Markus, und der Förderer des Tegernseer Gymnasiums auch der Markus. Das habe ich euch beide zusammen. Wie hat sich das Ganze eigentlich ergeben, dass es heute hier gemacht wird? Fang du mal an. Also ich habe den Film gemacht, dadurch hatte es sich schon mal ergeben, dass es einen Film gab. Ja, und ich kenne den Markus eben aus gemeinsamer Schulzeit und er ist langjähriges Mitglied bei den Freunden und Förderern und das Projekt oder der Film wurde mir bekannt und dann habe ich den Markus angesprochen. Wir hatten schon vor langer Zeit mal Kontakt. Ich habe ihn gebeten, ob er mal auch im Rahmen des Forums der Berufe mal seine Erfahrungen weitergeben kann. Und dann hast du dich bei mir gemeldet. Genau, dann habe ich gesagt, als ich den Film gemacht habe, Mensch, es wäre doch jetzt auch mal eine schöne Gelegenheit, wenn ich schon wieder mal einen Kinofilm gemacht habe, den im Rahmen auch des Fördervereins zu präsentieren. Und weil er eben ein Film ist, der thematisch mit Jugendlichen, ein geschichtlicher Film, der auch für Schüler durchaus von Interesse ist. Und da haben wir uns abgesprochen und so kam das zustande. Welches Budget hatte der jetzige Film? Der Film hatte ein Budget von rund 3 Millionen Euro, was für einen historischen Film nicht gerade viel ist. Das war auch nur deswegen wirklich den Film für dieses Budget zu machen, weil alle Schauspieler und alle Personen in wichtigen Positionen, sage ich jetzt mal, also Regie, Kamera, Schnitt und so weiter, für eine reduzierte Gage gearbeitet haben, weil den Schauspielern und uns allen dieses Thema eben auch wichtig war. Und deswegen war es möglich, den Film für dieses Geld, 3 Millionen, was viel, sich da viel anhört, was aber für, wie gesagt, einen historischen Film dieser Größenordnung eigentlich viel ist. Dass es eigentlich mein Leben fast verändert hat, weil ich wieder was erfahren habe und für mich über mich, was ich nicht erfahren wollte eigentlich. Ja, das ist eine erstaunliche Einsicht in die dunklen Seite der eigenen Seele, die zum Glück noch nie in der Form rausgekommen ist. Das möchte ich auch vermeiden in Zukunft.